Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Mikaela. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Beweise dich, Kreis der Heilung, botanisches Wissen und Bindung. Und wir spielen gegen einen Wesker, der mit dem Addon spielt, dass wir direkt die Runde infiziert starten. Das Addon hat außerdem den Effekt, dass wenn man maximal infiziert ist, dann ist man für 30 Sekunden lang gefährdet. Also ist ein schillerndes Addon, sehr gutes. Damit sorgst du direkt zu Beginn der Runde dafür, dass die Überlebenden nicht sofort reparieren, sich erstmal Kisten suchen. Wenn die Überlebenden sich einsprühen, bekommst du Killerinstinkt. Also ein gutes Addon, um in die Jagd reinzukommen. In den Beginn der Runde. Außerdem verbrauchen die Überlebenden zwei volle Dosen. Was vielleicht auch auf die Füße fallen kann, gerade wenn man sehr viel infiziert. Okay, sie wurde erwischt. Ich versuche einfach hier erstmal den Gen durchzuziehen. Ein Totem kann ich dann auch noch versuchen zu suchen. Ja, aber erstmal reparieren. Yui ist auch irgendwo am Gen. Kate wird so ein bisschen mitgejagt. Und, okay, Mikaela konnte sich befreien. Wahrscheinlich, vielleicht hat Kate irgendwie Saboteur oder Ausbruch oder sowas gespielt. Hintergrundspieler, keine Ahnung. Also hat es ihr geholfen. Sehr gut. Wunderbar. Ja, Wesker wieder, ne? Wesker ist irgendwie ein Killer. Den sieht man zwar relativ häufig und dadurch kann es manchmal ein bisschen nervig sein, gegen ihn zu spielen. Ne, ist halt immer egal, gegen wie gut der Killer ist und wie viel Spaß er macht. Es ist immer ätzend, immer nur gegen den gleichen Killer zu spielen. Aber jetzt abgesehen davon finde ich Wesker eigentlich sehr spaßig. Das ist nicht gut. Sehr spaßig und sehr, sehr fair eigentlich. Ach, da war ein Stein. Ich bin tot. Ich habe den Stein dort nicht gesehen. Vielleicht hätte ich es zu der Palette geschafft. Naja, immerhin, Yui repariert ihren ersten Gen gleich durch. Okay, sie hat wirklich Befreiung, ne? Mein Herausfindfortschritt geht. Oh, schnell hoch, aber. So. Okay. Zumindest hätte ich dazu viel auf, so auf Reddit unter anderem gelesen, dass manche Leute halt nicht Wesker nicht mehr so mögen, einfach weil er so häufig gespielt wird. Irgendwie manchmal so dieses Suffering from Success, ne? Man hat endlich einen Killer, der sehr spaßig ist und eigentlich auf beiden Seiten Spaß macht und plötzlich wird er sehr, sehr häufig gespielt und dann ist es plötzlich schon wieder Wesker. Ich glaube, wenn ich eine Sache an Wesker ändern würde, dann wäre es, dass die Infektion in einer Jagd nicht weiter steigt. Ich glaube, das wäre so wahrscheinlich das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da bräuchte Wesker vielleicht nochmal einen kleinen Rework. Einfach weil, wenn du vom Haken kommst und infiziert bist und dann der Killer dich tunnelt, dann baut sich ja immer weiter deine Infektion auf und am Ende bist du halt dann deutlich langsamer. Oder wenn der Killer dich vielleicht am Anfang der Jagd mit einer Infektion erwischt und du dann perfekt spielst, richtig gut immer vor ihm wegläufst, dann wirst du bestraft, weil du halt gut wegläufst und wirst dann halt infiziert und langsamer, ne? Also du hast dann immer so ein Ding, wo du bestraft wirst für etwas, wo du denkst, warum werde ich bestraft, ne? Also es soll eher so sein, dass die Infektion dich eher bestraft, wenn du dich halt überhaupt nicht irgendwie dagegen wehrst. Aber halt nicht, wenn du mitten in der Jagd bist und sich das automatisch nebenbei aufbaut. Ist zumindest so ein Gedanke von mir. Okay, Kate wird gejagt. So, es gibt auch einige, so ein paar Wesker-Tags, aber gut, die kann ich selber noch nicht als Wesker. Und so oft sieht man die auch nicht. Das ist halt manchmal so ein bisschen so ähnlich wie bei der Fäule, ne? Dass es halt solche coolen Tricks gibt, die den Charakteren sehr viel mehr Tiefe geben. Aber auf der anderen Seite ein bisschen unintuitiv sind und nicht sehr leicht für die überlebende Seite herauszufinden sind. Im Zweifel sollte man die teilweise Base-Kit machen, teilweise rausnehmen, dass das alles ein bisschen eindeutiger ist. Aber das ist, denke ich, auch nochmal ein Thema für sich, wenn man sich anschaut, wie lange die Fäule schon so ist, wie sie ist. Wird das wahrscheinlich auch noch ein Stück auf sich warten lassen. Okay. Ich hoffe, dass Yui retten geht. Ich würde gerne den Gen durchziehen. Die andere
Michaela geht jetzt, okay, weil Yui gejagt wird. Ich hoffe, sie kommt nicht zu mir. Ich würde den Jin gerne in Ruhe fertig machen. Ich weiß nicht, meine Sorge ist vielleicht so ein bisschen, wir haben jetzt den dort vorne gemacht, wir haben den im Raumschiff gemacht, jetzt machen wir den hier hinten. Das heißt, dort ganz hinten in dem Bereich könnten noch Gens sein, die noch gar nicht repariert wurden. Und die der Killer vielleicht irgendwie halten kann. Was passiert da? Retten wir jetzt oder retten wir nicht? Also ich werde es eh nicht mehr schaffen, aber... Okay, sie schaffen es nicht. Die dort hinten stirbt am Haken. Nee, sie haben es in letzter Sekunde noch geschafft. Krass, stark. Okay, die Kate kann doch noch mitspielen. Michaelas Jen ist schon relativ weit. Ich hoffe, die schafft den. Dann schaffe ich meinen hier unten vielleicht und dann sind wir gut dabei. Ein Totem habe ich immer noch nicht gefunden für einen Segen. Oh, der Wesker, der will jetzt die Kate raushaben, ne? Die Yui hat für sie die ganze Zeit getankt, wurde jetzt niedergeschlagen. Wobei, Kates Zacken zucken nicht mehr. Heißt, er hat vielleicht abgelassen. Wunderbar. Oder keine Ahnung, vielleicht wird Kate noch gejagt, aber man sieht es halt nicht. Ich versuche einfach Fortschritt zu machen. Irgendwie sitzt die Runde 4 am Gen, aber das ist halt manchmal auch einfach das Beste, was man fürs Team machen kann. Okay, doch Kate wird noch gejagt. Die beiden haben sich gerade gerettet. Kate, jede Sekunde, die uns Kate gerade rausholt, hilft uns. Wenn ich den Gen schaffe, genau, und Kate vielleicht irgendwie stirbt, ne, und der Wesker vielleicht nicht schafft, den Gen aufzuhalten, sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Ich hoffe, ich schaffe den jetzt. Hatte der Schmerzensecho? Ich glaube nicht. Aber selbst wenn, die hing auch schon ein paar Mal am Haken. Boah, wenn der Schrei von der Kate ähnlich klingt wie das Skillcheck-Geräusch, dann ist schon echt kritisch. Jetzt nochmal minus 10% am Gen wären fies gewesen. Aber ich schaffe den. So. Gen durch. Tor da und Tor da. Ich würde ganz gern das, denke ich, ansteuern. Ja, ich versuche das anzugehen. Die andere Michaela wird gejagt. Wurde angejagt? Keine Ahnung, wo Wesker ist. Yui ist auch am Tor. Wahrscheinlich jagt Wesker gerade, ja, die Michaela. Und die Jagd bricht immer mal ab. Okay, die sind weit genug von mir weg, sodass ich das Tor schaffe. Ja, jetzt halt die Sache, ne? Ich kann mich nicht selbst heilen. Oh, sie hat das Tor geöffnet, okay. Ich kann mich halt nicht selbst heilen. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich habe jetzt auch... Stimmt, ne? Eigentlich... Oh, die haben es wirklich nochmal gerettet. Krass. Nee, was ich sagen wollte, die Kate hat doch ja auch jetzt immer irgendwie den Haken irgendwie... War das so, dass die Kate mit Ausbruch gespielt hat und mit Hintergrundspieler und dort irgendwie die Haken blockiert hat? Vielleicht wollte Wesker sie deshalb schnell rausholen. Okay, ich meine, die anderen werden noch gejagt. Ich werde wahrscheinlich eh nicht retten können. Ich meine, außer die andere Michaela kommt her, sieht mich. Wir heilen uns. Vielleicht warte ich noch mal eine Sekunde. Keine Ahnung. Wenn sie herkommt, dann können wir uns heilen und dann könnten wir vielleicht noch mal versuchen, retten zu gehen. Aber ich will halt jetzt nicht dort reinrennen, verwundet. Das habe ich schon ein paar Mal zu oft gemacht und bin dann gestorben. Ja, oder? Wird die dort unten gejagt? Sieht so aus. Ah, da kommt er wieder. Der Bösewicht. Nee, 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 nee. Die dort hinten hüpft die ganze Zeit über eine Palette drüber, aber ich werde das auch nicht schaffen. Kleiner Jumpscare. Nee, ich schaffe das auch nicht. Ich hau hier ab. Die andere ist, denke ich, auch sicher. Ich bin hier am Turm. Ja, ich hätte jetzt natürlich... Oh, das gibt's nicht. Die hüpft die ganze Zeit dorthin über eine Palette und lässt sich jetzt noch... Nee. Oh, es hätten so leicht zwei Leute rauskommen können, ne? Aber manchmal denkst du dir, warum hüpft ihr immer über die Palette, um Krach zu machen, ne? Den Killer zu ärgern, abzulenken und dann sterbt ihr. Das ist schon echt... Ach, Mann. Die war so am Tor. Dass sie jetzt stirbt, ist so dumm. Naja, okay, passiert. Ja, die Kate hatte hier wirklich, ne, Saboteur, Ausbruch, Eifer der Menschen, ne, die ist in die Bresche gegangen mit der Toolbox.
Da hatte der was gar nicht so Lust drauf, jetzt kriegt er noch 3 Kills. Naja, uff. Okay. Aber passiert, ne? So ist das manchmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.